Yo ho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. So, wen haben wir denn jetzt hier alles im Haus? Fatima ist tatsächlich zu Hause. Mischka ist aber draußen. Ich habe zum Beispiel Annalena schon lange nicht mehr draußen gesehen. Barry ist ja fast immer irgendwo draußen. Hi Barry, Baby Possible. Oh ja, hier Honig. Hi, hallo Wurmig. Tja, was kann ich für dich tun, Honig? Erzähl mir was. Ich habe da ein Problem, Honig. Ich will eine Frucht essen, aber er pflückt nicht mir viel zu anstrengend. Ich bin super heiß draußen. Aber du bist viel gemacht dafür, Früchte zu pflücken. Du pflückst, ich esse, genial, oder? Na gut. Hurra, beeil dich bitte. Ach ja, hier auch noch Geschwindigkeitsanfragen stellen. Das haben wir gerne. Hier kriegst du einen Apfel. Bop, bop, bop. Warte, hier machen wir gleich. Hallo Honig, kann ich dir irgendwie helfen, Brummitz? Hier, probier mal. Oh, du hast eine Frucht für mich. Ja, und zwar habe ich hier einen Apfel. Tada! Ein schöner, dicker, roter Apfel. Ha! Hab's! Nam, 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 nam. Nam, nam, lecker! Das hier ist ein kleines Dankeschön. Bitte. Dankeschön, ja. Er hat mir gar nicht gesagt, was das kleine Dankeschön ist. Was bist du denn? Ein Aurora-Shirt. Oh, das ist ja sogar ziemlich hübsch. Oh Gott, mein Inventar ist voll mit Krempel. Das ist der Notenständer, der Mini-Flachkaktus. Ich glaube, wir sollten noch mal reingehen in unser Haus und aufstellen, was ich gekauft habe. Alles klar, hier hatte ich doch das Cello, genau. Hier kommt der Notenständer hin. Perfekt. Kann man zwar nicht so richtig drauf gucken, aber gibt Schlimmeres. Ja, das wollte ich gar nicht. Das hier war dieses Faltenträgerkleid. Das ja durchaus echt hübsch ist. Mir gefallen hat. Das, oh Gott, wir haben schon wieder so viele Klamotten, die wir auf die Bank legen müssen, ne? Hier können wir den Mini-Flachkaktus hinstellen. Mann, dann stell ihn doch schräg neben dich, Mädchen. So kompliziert kann das auch nicht sein. So, die Herzchenkommode wollten wir verkaufen. Das sollten wir verkaufen. Das Aurora-Schild behalten wir mal. Die müssen wir noch spenden. Dann kommt der Mini-Flachkaktus einfach mal hier daneben, dann sieht ihn keiner mehr. Der Kaktus, ich bin hässlich. Wieso stellt sie mich weg? Leid, Kaktus. Aber du stichst uns sonst noch ins Auge. Steht der Weg? Ja, okay, ich sag lieber nichts weiter als Gutes. Ja, ich habe ja schon verstanden. So. Jawohl. Wie halten? Die Äxte können mal wieder dahin. Und das wollte ich verkaufen. Und damit hätten wir das dann erstmal erledigt. Ja, entwickelt sich doch ganz schön unser Häuschen. Bisschen bieder vielleicht an mancher Stelle, aber ich sehe auch gerade einfach keine Alternative. Was habe ich alles nochmal dabei gehabt? Eine Schaufel, eine Angel sogar. Wir könnten angeln gehen. La la la. Ah, oh, wie schön. Jetzt wächst hier auch so ein Maiglöckchen. Bleiben die einfach. Oh, hi Annalena. Bleiben die eigentlich hier? Können wir kurz reden? Du hast eine Königslibelle. Fantastisch. Willst du die vielleicht loswerden? Natürlich nicht umsonst. Ich könnte dir vielleicht einen CD-Schrank geben. Was hältst du davon? Ja, das machen wir. Einen CD-Schrank finde ich gut. Wirklich? Toll. Ich wusste doch, ich kann dich auf dich verlassen, Kumpane. Also, lass uns tauschen. Hier hast du meine Königslibelle, die gratis in der Luft rumflog, und ich nehme dann ein teures CD-Regal. Ach, das hat Spaß gemacht. Das müssen wir mal wieder machen. Du musst dir mal die Nase putzen, Mädchen. Huch! Habe ich eine Zikade erschreckt? Nein! Sowas würde ich doch nie tun! Absichtlich Zikaden erschrecken! Wirklich ich! Und das gegen Zikaden haben. Also da habt ihr aber, das sind aber fiese Gerüchten, die ihr da irgendwie zum Opfer gefallen seid. Ich bin doch kein Zikadenhasser. Also niemals würde ich absichtlich gegen Bäume rennen, nur weil da eine Zikade drin ist.
Und Kaut. Oh, Dirt ist zu Hause. Wie geht's unserem Lukas? Lukas ist auch draußen on Tour. Wir müssen hier noch viel, viel, viel mehr. Und ich habe mich in die Gießkanne dabei. Nee, habe ich nicht. Viel mehr Tulpen müssen hier hin. Es muss eine richtig riesengroße Tulpenlandschaft werden. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir können. Nein, nein, nein! Nein! Ich wollte eine Tulpe pflanzen. Hier, dieser meine. Dann nehmen wir wieder weiße und rote Tulpen, die wir überall finden, mit. Und packen sie dahin. Aber. Huch, das hier ist echt so ganz hübsch, dass es bis hier so reingeht. Und dann hat Jan die auch noch vor seiner Tür. Ja, Wege verlegen werden wieder sicherlich auch nochmal irgendwann. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das halt hier mache. Ich finde die Buschreihe hier ganz super. Ich fände es halt ganz cool, wenn dann hier quasi noch Busch wäre und hier auch bis zu diesem Baum. Und da hört es dann auf. Kleinen Trampelpfad hier durch brauche ich eigentlich gar nicht. So, da muss ich nämlich immer diesen Weg hier gehen. Da muss ich mir das einfach angewöhnen, diesen Weg hier zu gehen. Sodass man dann am besten hier auch noch einen Busch hat, der das Ganze zudeckt. Und hier wäre noch ein Busch gut. Und da wäre noch ein Busch gut. Ich versuche mir das, ich merke mir das jetzt nur mal gerade so ganz grob. Einfach. Hier auch. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn man. Oh, was ist das denn hier? Eine Fundsache. Och Mann! Du sollst die dumme Fundsache mitnehmen und nicht den Boden wegmachen. Alles gut, ich bin ganz entspannt. Alles gut. Ich habe eine Fundsache gefunden. Ich frage mich, ob sie hier wohl jemand verloren hat. Ich sollte mich mal auf die Suche machen und sie dem Besitzer zurückbringen. Nein, echt, eine Fundsache. Sehr fundamental. Schalalalala. Hier kamen ja immer die Veilchen in den Wald. Deswegen mache ich das jetzt auch weiter. Weil es einfach schön aussieht. Du nicht. Ganz weg. Voll brutal, ne? Die arme Blume. Was meint ihr? Hier so dann die Büsche und dann noch so ein Busch? Oh, Robby, 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 Robby. Hey, ja. Hey, ho, Honey. Was für ein Wetter, Jauli. Perfekte Trainingsbedingungen. Was kann ich für dich tun? Gehört das hier dir? Tja, eine Fundsache. Bitteschön, Turnbeutel. Nein, das gehört mir nicht. Gib nicht auf, Sportsfreundin. Alles klar. Dann viel Spaß beim, was auch immer du machen wirst. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Oh, Lukas. Hey, nach dir habe ich gesucht, Honey. Willst du was Bestimmter? Soll das cool, Mann? Ist das dein Turnbeutel? Du bist doch auch Sportler. Hier, guck mal. Das ist doch... Was immer das ist, mir gehört das jedenfalls nicht. Alles cool. Das muss wohl jemand anders verloren haben. Verdammter Mist. Jetzt muss ich so lange suchen, bis ich die Person gefunden habe. Oh, Mann. Hier irgendwas nachgewachsen? Nee. Habe ich alles sehr gut eliminiert. Haha. Weiß nicht, also hier hätte ich irgendwie schon trotzdem auch noch gerne Bambus, aber dann müsste ich den dann wegfällen, damit der da überhaupt wächst und so. Ja, alles schwierig. Irgendjemand hier zu Hause? Nee, dann gehen wir jetzt erstmal kurz den Kram verkaufen, den ich in meinem Inventar habe. Und dann gehen wir bei Gerd noch ein paar Büsche kaufen. Schauen wir mal, kriegen wir hin. Oh, hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Noch verkaufen? Hätte das denn gedacht? Du willst das verkaufen? Schön. Und Schulzrose, Herzchen, Kommode, Mannerzigarde, Liebesrose. Was ist das? Der CD-Schrank? Nee, den behalte ich erstmal. Das ist alles, was wir zusammenrechnen. Okay, mal gucken. 3210 Sternis. Oh, 3210. Voll gut. Abgemacht. Ja, vielen Dank. Bring gerne mal wieder etwas vorbei. Hier war nichts Spannendes, nee. Ah, ich werde von deinem Alpaka verfolgt. Hey, danke für deinen Besuch. Ja, tschüss. Einen heißen Kaffee bei dem Wetter trinken habe ich jetzt auch keine Lust. Schade, dass es da keinen Eiskaffee gibt. Okay,
Okay, wo könnte dann jetzt hier zum Beispiel irgendwo noch... Barry war vorhin, vielleicht ist es ja Barrys Fundsache? Oh, Mensch, da ist ja Inga. Hallo, wer hat die Kochzeit raus? So ein angenehmer Tag, hm? Das ist was Bestimmtes. Ist das hier dein Turnbeutel? Tada! Oh nein, das gehört mir nicht. Aber irgendjemand im Ort gehört sich aber Bock. Na gut, dann nicht. Dummes Huhn. Da war schon wieder eine Libelle. Vielleicht will die ja wieder jemand eintauschen. Fatima war zu Hause. Kann ich dir auch zu Hause eine Fundsache geben? Fatima, ich hätte wart. Guck mal her. Na du? Was aber hübsch hier. Mit dem Fisch und allen zusammen gefällt mir. Okay. Kumpane, willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Bim-bam. Nun ja, wolltest du irgendwas Bestimmtes? Hast du was verloren? Und zwar habe ich hier so einen Turnbeutel gefunden, einen hübschen. Hochwertigen sogar. Huch, da habe ich das fallen lassen. Das ist was furchtbar Wichtiges drin. Also ich bin ganz erleichtert, dass du es gefunden hast, Kumpanin. Danke fürs Vorbeibringen. Ich habe leider nichts anderes. Also kommst du zum Dank meiner Mango. Okay, danke schön. In Zukunft passe ich besser auf, was mit meinen Sachen passiert. Hätten wir das auch erledigt. Mango. Kennt ihr nicht den Mango-Song? Kennt ihr den Mango-Song? Ich kenne den Mango-Song. Dann werde ich mal gucken, dass wir vielleicht sogar die Wege anders verlegt kriegen dann. Sollten vielleicht mal Elsa wieder hier, unsere Eliza, die Wege verlegen lassen. Vernünftigen Anschlusswegen und so. Mal gucken. Auf dem Boden. Und dann das auf dem Boden. Nee, das ist falsch gewesen. So, halt. Halt. Auf dem Boden und dann das auf dem Boden. Nein. Ich kotze! Oh, nee. Dieses Spiel, es macht mich manchmal irre. Irre! Hallo, Annalena. Gartel will, jetzt geht er bitte auf den Boden. Schön. So, weil wir haben halt hier diesen Weg und dann würde ich den gerne noch verlegen und hier würde ich sowieso noch ein paar mehr Details dann unterbringen wollen, sodass wir hier diese Allee nach oben haben. Finde ich echt schön. Aber jetzt müssen wir bei Gerd erstmal wieder ein paar Büsche kaufen. Oh, Christa. Hallo, Christa. Tschüss, Christa. Schiebetüren, hoffentlich ist hier drin klimatisiert. Bei der Hitze, Leute, bei der Hitze in nicht klimatisierten Läden. Wir kommen. Ja, Mann. Hi, Gerd. Das ist ein Zitronenbaum da, voll schön. Und eine Persim-Dings irgendwas und hier so Bäume. Was haben wir da? Das ist eine Hickel-Azalee. Tja, für die ich. Warte, lass mich denken. Ah ja, genau, 120 Sternis. Covid-Shift. Yep, her damit. Juhu, danke, Mann. So, ach, der nächste Busch. Ja, warte, das ist eine Stechpalme. Wieder der Warnhinweis, elternhaft für ihre Kinder. Palmen stechen Augen aus oder auch jetzt alle Regionen, wenn du drauf stehst. Man weiß es ja nicht. Ich mutmaße nur, ja. Ich bin halt da. Ich kaufe oder nicht kaufe. Tja, für nehme ich. Warte erstmal Geld. Ja, die 120 Sternis. Kaufen Sie Shift. Yep, gib her. Juhu, danke. Ja, das war's erstmal. Blumen wachsen sowieso schon überall. Massig. Dann gehe ich mal hier hoch und gucke, ob da noch irgendwelche wirklich coolen Möbel sind. Willkommen im ersten Stock, ey. Hier findest du voll die schönen Einrichtungsgegenstände, ey. Das soll ein schöner Einrichtungsgegenstand sein. Das sind irgendwelche Hütchen. Braucht auch keiner. Ein Flamingo. Kann ich nicht mal nach draußen stellen. Einfache Möbel, die da oben kann ich mir eh nicht leisten. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Sie wäre, glaube ich, eh beleidigt, unsere Grazia, wenn ich jetzt ohne ihr Grazia-Shirt da reingehe. Aber ich finde mein Oberteil momentan sommerlicher und cooler.
Ey, danke für deinen Besuch, ey. Komm mal bald wieder, Mann. Und dann kaufst du hier richtig Sachen ein, ey. Das machst du nämlich total selten, Mann. Eines Tages gibt's hier bestimmt mal wieder was, wo ich richtig einkaufen gehen kann. Modeschneiderei. Wir waren da auch schon lange nicht mehr drin. Schauen wir uns doch einmal hier um. Ach, guck mal, jetzt ist Barry hier. Hi, grüß dich. Willkommen in der Schneiderei. Das ist ein Pseudo-Coca-Cola-Shirt. Dass das überhaupt angezeigt werden darf. Unverschämtheit. Nee, nichts, was ich haben möchte. Ich gehe wieder. Ja, danke, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ich gehe jetzt erstmal Büsche pflanzen. Ich wollte eigentlich angeln. Aber dann sind mir andere Dinge aufgefallen, die ich machen muss. Hallo Jacques, hallo Christa. So viel zu tun. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Pat, pat, pat. So, ich hatte gesagt, hier kommt einer rein. Halt, ich muss dafür die Schaufel in die Hand nehmen. Einpflanzen. Genau. Und ich würde auch eventuell hier einen hinpflanzen. Genau, dann ist das so dieser Weg hier so runter, da durch. Das finde ich eigentlich ganz schön. Machen wir später, machen wir dann auch hier noch einen hin. Ja, das kann man... Müssen wir mal gucken. So von der Idee. Morgen sind die Löcher ja wieder verschwunden, deswegen ist das jetzt nur mal so von der Idee her. Okay, alles klar, Leute. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Es wird langsam immer schöner. Wir gestalten immer schöner und wir werden auch in den nächsten Parts wieder ein bisschen mehr gestalten. Denn ich habe ja jetzt so einige Muster frei und da können wir mal gucken, wo wir da Sachen verlegen können. Okay, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.